Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Fanschers auf dem Kanal. Ich bin euer Wolfdom und damit begrüße ich euch zur neuen Folge von Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Vorwärts! Und jetzt rein da! Kämpft, Männer! Vorsicht, Gegner! Der Greif wartet schon. Sind auf Feinde gestoßen! Auf mein Zeichen. Standhalten, Männer! Da kommen die nächsten Einheiten. Gar nicht gut. Feindkontaktbefehl! Auf mein Zeichen. Männer! Und da ist er. Verkommen. Sind auf Feinde gestoßen! Was wünscht ihr für die Rune? Auf meinen Befehl. Zur Ehre Aonies. Zum Angriff. Ich schlage zu. Auf mein Zeichen. So, kommt, Leute. Hier. Verstärkt die Deckung. Vorsicht, sie sind hier. Die Rune ruft. Auf mein Kommando. Kämpft, Männer. Zu Befehl. So, jetzt schnell auf den Turm, Leute. Stehe bereit. Alles klar. Für das Licht. Oh mein Gott, was erwartet uns denn da noch, bitte? Ja, vorwärts. Kontakt. Zur Ehre Aonies. Verstärkt die Deckung. Gebt das Zeichen. Bleibt unterwegs. Standhaft. So, zack, zack, zack. Oh mein Gott, ganz viele neue Zauber, Leute. Auf meinen Befehl, mir nach. Vorsicht, sie okay. sind hier. Die haben wir ausgerottet. Stehe bereit. Wir sind auf bestens vorangekommen. Kurz mal checken, wie viel. Wir haben zwei Einheiten verloren. Oh mein Gott. Wir haben eine absolute Gottaufstellung, Leute. So, jetzt warten wir ganz kurz auf die Schlitzer. Wir ziehen uns ein kleines bisschen zurück schnell. Und dann gehen wir auch schon. Ah, wobei, es ist nur ein Wachturm. Schnell. Dann können wir direkt rein, Freiheit. Leute. Dann können wir direkt reinkommen. Sie schlagen zu. So, kommt, let's go, Rainer. Oh mein Gott, okay, sehr, sehr nice, sehr, sehr wichtig. Jetzt let's go, auf den Turm, ganz, ganz schnell. Wir haben ja noch zwei weitere Türme. Die Türme werden auf jeden Fall nochmal böse werden für uns. Also ich muss sagen, die Türme sind halt das, wovor ich wirklich am meisten Schiss habe. Nicht mal vor der Truppenanzahl selber. Bei den Göttern, seht ein Troll. Zum Seelenfluss mit dir, Bestie. Ja, und der Troll, der macht mir auch noch Sorgen, ehrlich gesagt. Kommt nur zu Urmuk. Urmuk wird euch zermalmen. Na, wir werden sehen, wer wir hier wen zermalt, Kollege. Das ist ein Hinterhalt. Okay. Bleibt standhaft. In die Schlacht. Scheiß auf Jawohl. Den Turm, Leute. Jetzt müssen wir erstmal hier. Vorsicht, Gegner. Verstärkt die Verteidigung. Bereit für den Kampf. Ja. Oh mein Gott. Alter. Hallo, geht auf den Troll, Leute. Bleibt standhaft. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Dieser Troll nimmt uns einfach auseinander. Das war's. Der Schatten oh mein Gott. Ist frei. Was? Wie jetzt? Runenkrieger, zu mir. Zu euren Diensten. Für das Licht. Das war's jetzt wirklich? Für die Freiheit. Also wir haben ja noch ein paar Truppen hier zu besiegen, aber... Das war's jetzt, Leute? Bereit für den Alles Kampf. Klar. Auf mein Zeichen. So, jetzt müssen wir uns hier nur noch freikämpfen. Stehe verstanden. So. Auf mein Kommando. Vorsicht, Sie sind hier. Euer Kommando. Ja. Sie schlagen zu. Jetzt mal kurz Verlustcheck. 13 Einheiten haben wir gerade verloren, okay. Das ist nicht schön. 13 Einheiten ist schon eine Menge. Auf meinen Befehl. Vorsicht, Sie sind hier. Was wünscht Aber ich würde sagen, wir haben die Sache echt gut gehandelt, Leute. Wirklich sehr, sehr gut. Sehr stark vor allem haben wir und clean das runtergespielt. Für den Orden. Also, ja, ich würde sagen, wir haben alles richtig gemacht eigentlich. Beziehungsweise nicht wir, sondern unsere was Truppen. Aber ihr wisst, was ich meine. Zu Befehl. Unverzüglich. Für Feind die Rune. Hier. So, let's go. Ab auf den Scharfschützen hier hinten. Vorsicht, sie sind hier. Ich frage mich nur, was seine Leute hier auch noch machen, ne? Sie schlagen zu. Zu Befehl. Da haben wir eine Krähe gehabt. Bleibt standhaft. So, let's go. Aber wir haben natürlich noch eine Mission. Wir haben noch ein paar Elfen zu retten, Leute.
Können wir uns da irgendwie positionieren? Nee, ne? Wir müssen wirklich frontal rein. Eine Sache, die mir gar nicht gefällt. Sind auf Feinde geschossen! Greif sie an! Auf mein Kommando! Vorsicht! Sie sind hier! Vorwärts! Also, haben wir... Bereit für den Kampf! Wir haben einfach den einen Scharfschützen ausgegrenzt. Oh Mann, die arme Socke, Alter. Die arme Socke, wir haben die einfach ausgegrenzt, Alter. Was bin ich für ein Unmensch? Hallo? Kann man doch nicht machen. So. Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen was geschafft, Leute. Wunderbar. So, aber unser Job ist natürlich noch nicht erledigt. Erwarte euer Kommando. Befehl verstanden. Zu Befehl. Auf so, dem Weg. Wir haben ein paar Verluste zählen müssen. Wir haben einige Priester verloren, auch nochmal ein paar Paladine, leider. Auf mein Zeichen. Aber sofort. Akzeptabel. Es ist ein Verlust gewesen, durchaus. Aber wir können ihn leider nicht ändern. Dafür aber ist es der Schattenein frei. Und wir haben den Bewohnern neue Hoffnung geschenkt, natürlich. Für die Freiheit. Standhalten, schnell. Männer. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo es hier noch weitergeht, Leute. Denn das Tor... Ah, und die Truppen begleiten uns gar nicht mehr. Oh. So eine Mist. Egal. Wir machen natürlich noch nicht Halt. Wir erkunden erst die Karte weiter, bevor wir zum Ende kommen. Ich hoffe nur, wenn wir da jetzt lang gehen, werden die da oben jetzt nicht alarmiert. Weil wenn die jetzt oben alarmiert sind, dann haben wir eine absolute Hinrichtung der Waldläuferin. Die Schlangenkrieger, zu mir! Schnell, für die Freiheit! Das wäre schlecht. Schnell. Weil ich würde die nämlich schon gerne retten, tatsächlich. So ist es nicht. Aber sehr gut. Okay. Die bauen sich hier schon auf. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall vordringen. Bleiben standhaft, Männer! Gebt das Zeichen! Jawohl! Bereit. Ja, Vorsicht, fertig gemacht. Sie sind hier. Auf meinen Befehl. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Sie sind hier. Vorwärts. So, let's go. Oh, hier haben wir ein Seelenfels, Leute. Zur Ehre. Jo, was ist mit euch, Alter? Da kommen sie direkt. Kämpft, Männer. Bleibt standhaft. Linien müssen halten. So, zack, zack, zack. Vorsicht, sie sind schön hier. Die Beschwörer wegmachen, jawohl, wunderbar. Let's go, nächste Einheit. Ah, den können wir looten. Eine Beschwörerkreide haben wir bekommen. Schnell. Hm. Können wir dann mit der Kreide was machen? So, wie heißt denn der Ort? Ah, kann ich jetzt nicht sehen, ja. Witzig. Ja. Und so, los. Egal. Okay, wir können mit der Beschwörerkreide noch nichts anfangen, aber ich denke mal, die könnte ganz interessant werden. Jetzt müssen wir aber erstmal unsere Truppen sammeln, beziehungsweise wir reden jetzt erstmal kurz hier mit dem Meister hier. Nee, komm, machen wir später. Jetzt sammeln wir uns erstmal, Leute. Jetzt müssen wir uns erstmal sammeln. Folgt mir. Ich bin nur am Überlegen, ob wir einfach direkt komplett durchrennen oder wie wir das machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das macht mir auf jeden Fall ein bisschen Sorgen. Aber wie gesagt, die stehen hier absolut auf dem Präsentierteller. Was einfach gar nicht gut ist. Also. Dann los! Nee, überhaupt nicht. Deswegen, ich muss echt schauen. Wir müssen aufpassen, was wir machen. Was wünscht ihr? Wir müssen natürlich gucken, dass wir, wie gesagt, am besten, am liebsten natürlich alle retten können. Aber wie wir wissen, das ist ja leider nie ganz möglich. So, kurz das Trinkgeholt. Das ist leider ja nie ganz möglich, dass man alle retten kann. Aber wir versuchen unser Bestes natürlich. So. Okay, unsere Truppen bewegen sich jetzt. Wie viel haben wir denn? 2, 3. Hüter der Faust, Veteran der Faust. Also ich denke mal, der Veteran ist auf jeden Fall ein Speer. Wir müssen halt echt gucken, ey. Wirklich. Gerade nochmal kurz gucken. Wir machen jetzt einfach nochmal ein paar Kleriker. So viele wie wir können, Leute. So, den Rest machen wir zu
Scharfschützen, Landknechte. Solange nämlich unsere Truppen noch brauchen, bis sie da sind, schadet es auf jeden Fall nicht, wenn wir nochmal ein paar mehr Kleriker haben, weil vielleicht können die Kleriker ja die Ilonia, machen wir das so draus. Vielleicht können sie die ja heilen, natürlich, dass wir natürlich noch ein paar mehr retten können. Aber wie gesagt, das ist ja leider keine Lebensversicherung für uns. Leider. Aber egal, wir versuchen unser Bestes. Eigentlich müssen wir gar nicht so viele Truppen produzieren. Aber wie gesagt, die Sicherheit geht mir vor, beziehungsweise deren Leben. Deswegen mal gucken. So. Unsere Riesenarmee hier. Oh nein! Nein, nein, nein! Bloß nicht freigeben, Alter! Dann stehen wir auf einmal ohne Truppen da. Das können wir nicht machen, Leute. Das können wir nicht machen. So. Okay. Einsatzbereit. Euch nehmen wir noch mit. Bin unterwegs. So. Und ihr macht jetzt den Job mit mir zusammen. So, zapp, zapp, alle sammeln sofort. Und rein, ab in den Angriff, retten wir nochmal ein paar Elfen, in der Hoffnung, dass diese Rettungsaktion absolut erfolgreich wird. Ich hoffe es einfach, wirklich, ne? Mein Greif wurde verletzt. Schnell. Ja, ist mir doch egal, ob dein Greif verletzt worden ist, Kollege. Feindkontakt. Vorwärts. Okay. Let's go, Leute. Rein damit. Und los. Mir nach. Für den Orden. Verstärkt die Verteidigung. So, meine Lieben. Nach dieser weiteren kurzen Unterbrechung sind wir jetzt auch wieder zurück. Für den Orden. Ja, was soll ich sagen? Erst hat das Telefon geklingelt. Jetzt hat es an der Tür geklingelt. Vorsicht, ein bisschen doof gelaufen für mich irgendwie. Hab mir, glaube ich, keinen guten Tag zum Aufnehmen ausgesucht. Aber das ist okay. So, aber das Gute ist, es wurde keiner alarmiert. Wir können da jetzt gleich hochgehen. So. Mir nach. Looten wir erstmal ganz kurz hier. Und los. Dann würde ich sagen, retten wir die Elfen, Leute. Folgt mir. Let's go. Zum Angriff. Auf meinen Befehl. Sie wagen es. Männer. Erschlagt die Geiselnkrieger. Lasst keine am Leben. Bereit. Auf mein Kommando. Wir sind bereit. Es funktioniert. Wir können die Waldläuferin heilen, Leute. Auf meinen Befehl. Wurde verletzt. Sehr nice. Und los. Sehr nice, Leute. Mir nach. Wir konnten sie retten. Danke. Ich schulde euch mein Leben. Nicht dafür. Bitte, nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Wir werden an eurer Seite kämpfen. Vertreiben wir die Horden aus dem Schattenhain. Oh. Ich glaube, wir hätten früher mit denen reden sollen, ja. Hm? Egal. Haben wir das erledigt, Leute? Wir haben die Elfen gerettet. Wir haben sogar alle retten können. Wir haben keinen einzigen verloren. Das sind echt wundervolle Nachrichten, wirklich. Alter, schaut euch das mal an, ey. Hoho. Geil. Oh mein Gott, da füllt sich ja unser Inventar richtig, richtig krass. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Jetzt vergleichen wir mal die Zauber hier. Heilung Stufe 2 haben wir. Okay. Das haben wir auch. Oder machen wir das so, dass wir es so haben. Kommt hier oben hin. Todesbund. Stufe 2, jawohl, haben wir noch nicht. Was ist das denn? Aura-Bannen. Eisschlag Stufe 5. Eisschlag Stufe 5. Alter, holy shit. Stufe 3. Stufe 1. Oh, dieser Sound, er ist so satisfying. Plop, plop. Ich weiß zwar auch, es gibt ja noch mehr Zauber, also die höher sind als Stufe 9 und 12.
Also, ich glaube, es gibt höhere als Stufe 12. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, wir machen auf jeden Fall alles in einem Ding. Weil ich möchte das Ganze gerne ein bisschen ordentlich haben, natürlich. Dass das Ganze auch viel fancier aussieht. Wenn man das so sagen kann. So, jetzt mal ganz kurz abchecken. Wir haben alles gemacht. Wir haben alles gelootet. Wir haben hier oben die Bosse besiegt. Wir haben hier alles gemacht. Wir haben alles abgeschürft. Wunderbar. Hier haben wir noch Truppen stehen. Wir waren hier hinten gewesen. Wir haben alles auf dieser Map abgearbeitet, Leute. Das heißt, wir haben den Schattenheim abgeschlossen und können jetzt das Portal nach Shield betreten. Wunderbar. Wirklich toll. Und jetzt, wenn wir in das Portal durchgehen dann, gehen wir dann hin. Folgt mir. Natürlich. Und werden dann unsere Menschen upgraden noch einmal. So, auch unsere Runenkrieger werden wir dann nochmal... Oh, wir können sogar... Warte, wir haben Priester, Stufe 6, jawohl. Kämpfer, Stufe 6. Priester, Stufe 3. Stufe 6, ja okay. Dann muss Priesterin leider weichen. Aber ist egal, wir haben ja einen weiteren Priester. So, und dann würde ich sagen... Du darfst in die Ego-Perspektive. Naja, nicht in die Ego, in die Third-Person-Perspektive. Und dann würde ich sagen, let's go, Leute. Level 8,5 sind wir jetzt. Ich denke mal, wir haben sehr, sehr gut vorgelegt mit dem Level. So, guten Tag, Sergeant Einer. Wie steht es? Ja. Die Lager sind zerstört. Brannigans Armee ist zerschlagen. Ja. Bei den Seelen des Morduin. Das sind seltsame Kräfte, über die ihr verfügt, Dankeschön. Krieger. Kräfte, die euch bei der Erfüllung eurer Mission geholfen haben. Euer Auftrag hier ist beendet. Ihr könnt nach Hause. Ihr seid ein wahrer Freund des Hauses Utran. Jetzt, wo ihre Nachschublager zerstört sind, werden wir die schwarze Faust aus Shield vertreiben. Kommt weiter, rasten können wir später. Machen wir, Sergeant Einer. Das heißt aber, wir haben mit Sergeant Einer noch weiterhin als unsere Begleitung. Richtig, richtig nice, freue ich mich. Weil Sergeant Einer ist auf jeden Fall eine richtig coole Socke. Ich feiere ihn mega. So, und da... Oh, Elfen, Leute. Elfen. Schaut euch das mal an. Menschenarbeiter Stufe 4. Wir tümpeln dann auch mit Stufe 2 rum. Aber wir haben Elfen, Leute. Geil. Wir haben neue Pläne. So, das heißt... Wunderbar. Holzfällerhütte. Bärensammler. So ist, denke ich mal, ganz okay. Und dann würde ich sagen, geht's auf nach Shield. Ich verlasse euch, Schattenhain. Vielen, vielen Dank für diese tolle Stunde wieder, die wir hier verbracht hatten. Ja, und dann mal gucken, was uns jetzt erwarten wird. Endlich zurück in der Heimat. Aber bei den Feuern von Bargagor, was ist hier geschehen? Oh, scheiße. Utran ist überrannt. Brannigans Truppen haben sich über ganz Shield ausgebreitet. Sie sind überall. Das ist gar nicht gut. Das ist ich überhaupt fürchte, nicht ich gut, muss Leute. Euch noch einmal um Hilfe bitten, Runenkrieger. Das machen wir, Sergeant Einer. Machen wir. Kommt mit. Ich kenne einen gut befestigten Außenposten. Wenn es noch Überlebende gibt, dann dort. Folgt mir. Okay, Einer. Machen wir so. Oh je, da erwartet uns auf jeden Fall wieder was. Ich finde auf jeden Fall die Kameraeinsicht immer wieder cool. So. Dann speichern wir erstmal ganz kurz das Spiel. Also meine Lieben, ich sag's euch, wie es ist. Wenn es noch einmal an dieser Tür klingelt, ist mir scheißegal, wer hier noch Pakete bestellt von meinen Nachbarn. Ich mache jetzt keine mehr auf. Das ist das dritte Mal, dass ich unterbrochen worden bin. Zweimal durch, weil ich an die Tür gehen musste. Eieiei. Kommt, Leute. Folgt mir. Ja, was für Folgen, Kollege. Wir hauen den jetzt erstmal platt. Und der geht mir auf den Sack. So, hier haben wir auf jeden Fall Stein. Das ist sehr gut zu wissen. Angegriffen. Natürlich werdet ihr angegriffen, Meister. So, Beulenmacher. Oh, da haben wir einen schönen Amnetist gefunden. Hallo? Jetzt. So. Okay. Aha. Da haben wir ein paar Landknechte hier. Männer, seht doch. So. Einer ist zurück. Wird auch Zeit, dass ihr euch hier einfindet, Sergeant.
Darf ich da auch vorbei? Ich bin ebenfalls erfreut, euch zu sehen. Ja, ich darf vorbei. Hauptmann. Bei den verfluchten Augen Zaras. Mhm. Was für ein Ritt. Das war ein verdammt gutes Stück Arbeit, Freund. Dankeschön. Ohne euch wären wir verloren gewesen. Wer hätte gedacht, dass uns ausgerechnet ein Runenkrieger die Hoffnung zurückgeben würde? Unsere Wege trennen sich hier, Einar. Ich muss weiter, tiefer ins Wildland. Rohan hat noch immer einen großen Vorsprung. Ihr werdet die Unterstützung meiner Leute brauchen, um die Monumente freizukämpfen. Sprecht mit Hauptmann Bahir. Er hat hier das Kommando. Mhm. Ein zäher, misstrauischer Bursche. Lasst euch nicht von ihm abweisen. Viel Glück. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Sergeant Einar. Danke dir auf jeden Fall, Hauptmann. Was treibt ein Runengebundener hier in Schiel? Sprecht rasch, bevor ich euch aufspießen lasse. Ich bin auf der Suche nach Meister Rohan. Mein Weg führt nach Osten, ins Wildland. Mhm. Ins Wildland? Dann macht euch nicht allzu viel Hoffnung. Was ist dir geschehen? Zwei große Armeen der Schwarzen Faust kamen aus dem Wildland bei Nacht. Ein Verräter in unseren Reihen öffnete ihnen die Tore und vergiftete unsere Herren. Wir wurden im Schlaf überrannt. Nun halten sie den gesamten Osten sowie das Dorf Ganan. Sie haben alles besetzt, selbst eure Runenmonumente. Mhm, dann müssen wir aber helfen, Helft mir, die Monumente zu befreien. Ha, wer seid ihr? Utran schuldet euch nichts. Kämpft ihr euren Krieg, wir kämpfen den unseren. Kollege? Ich kämpfe bereits den euren. Ohne meine Hilfe wären eure Männer für immer im Schattenhain geblieben. Dann wart ihr es, der Einar gerettet und ihre Nachschubwege unterbrochen ja, hat. Ja, Kollege. Nun denn, es soll euch Hilfe gewährt werden. Was braucht ihr? Ich würde Truppen. Einige eurer Krieger, um die Runenmonumente zurückzuerobern. Männer wollt ihr? Seht euch um. Wir haben kaum genug, dieses Lager zu halten. Das kann und will ich nicht entscheiden. Nur der Lordkommandant kann das. Wo finde ich den Lordkommandant? Er ist schwach und ohne Bewusstsein. Das Gift des Verräters frisst sich durch seinen Körper. Mhm. Unser Feldscher ist machtlos. Wenn nur der Lord entscheiden kann, was ihr nicht zu entscheiden wagt, dann muss er so rasch wie möglich geheilt werden. Ergibt Sinn, ja. Wie ich bereits sagte, dazu reicht unsere Heilkunst nicht aus. Das Gift Brennigans ist grausamer und tödlicher als alles, was wir kennen. Dann bedarf es dazu elfischer Arznei. Nun, Shanmue aus Lianon ist eine Heilerin der Weißen Schule. Wir hätten nach ihr geschickt, aber es ist nicht ihr Krieg. Wenn euer Kommandant stirbt und ich die Monumente nicht erreiche, dann wird es sehr bald ihr Krieg sein. Dann geht und ersucht sie um Rat. Im Süden, dort auf der Anhöhe, befindet sich das Portal nach Lianon. Aber seht euch vor, unsere Späher berichten, dass sich in der Nähe des Portals einige gefährliche Kreaturen herumtreiben. Mhm.